Jo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Resident Evil 4. Ja, wir machen jetzt hier weiter mit der guten Ashley. Und ja, wir müssen jetzt einmal den guten Leon befreien. Ja, wir müssen jetzt auf jeden Fall einmal hier lang machen. Und schön auf jeden Fall, dass es wieder mit ihr hier auch eine Passage in dem Spiel gibt, wo man sie spielt. So, das Hast gab es du ja mich auch erschreckt? im Original schon mal. Ist das eine Uhr? So, was haben wir hier? Die ruhenden Ahnen antworten zur vorbestimmten Zeit. Suchst du den Segen des Herrn, so habe Mut und fürchte nicht die Dunkelheit. Okay. Kann ich hier die Vase erstmal irgendwie zerstören? Geht das? Nee. Dann geht es jetzt hier in den Untergrund. Boah, ich bin froh, wenn wir das denn hier geschafft haben. Hilfe, das ist gerade wirklich irgendwie schlimm hier. Und ich würde gerne diese ganzen Vasen hier looten, aber irgendwie, leider kann ich die ja nicht kaputt machen mit der guten Ashley. Mach schon, mach schon. Oh, ich gehe da schnell rein. Jawohl. Gott sei Dank. Ich will nie mehr eine Rüstung sehen. Gut. Das hätten wir auch überstanden und Was habe ich ja, gerade gesagt? hier haben wir noch viele Rüstungen. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Oh Lasst Mann, oh mich in Mann. Ruhe! Das ist gerade echt schlimm hier. Komm schon. Jetzt schnell hier durch. Hier hinten lang. Und da ist das Ding, was wir brauchen, um Leon zu retten. So, einmal das hier drauf. Okay, das muss bestimmt irgendwas Besonderes hier ergeben, oder? Kann das sein, dass bei jeder Laterne irgendwie ein anderes Bild dort auftaucht? Hier ist ein Mond. Das eine ist ein Halbmond, das andere ist ein Vollmond. Ja. Und jetzt stimmt das auch hier alles. Gut. Dann haben wir jetzt das Teil bei uns Nein, hier. nein, 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 nicht ausgehen! Schon wieder? Ich hab die Schnauze voll! Alles klar, und jetzt muss ich hier nur noch raus. Lauf schnell. Komm, einmal hier durch. Seid galant und haltet still, ja? So, der da hinten hat es noch nicht gesehen, oder? Ah, na super. Doch, jetzt bewegen sie sich ja auch noch mit. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das jetzt hier eine Stealth-Passage und ich muss um sie herumschleichen, aber ne. Einfach nur flüchten, los. Oh, wir haben es fast geschafft. Fast geschafft, ey. Das ist gerade wirklich schlimm hier. Oh, die anderen kommen hier. Aber was soll ich denn gegen die machen? Ich muss um den herumlaufen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. So. Komm, lauf, lauf, lauf.
Einmal hier rum. Dann hier lang. Da hinten muss ich durch die eine Tür wieder durch. Oh, probieren, oder? Ja. Los, 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 los. Renn die Treppe hoch. Jetzt das Ding hier rein. Okay. Leon! Ashley, alles okay? Ja. Warte, ich hol dich da raus. Kommst du runter? Ich fang dich. Ja, ist gut. Ashley! Na super, jetzt wurde sie auch noch wieder geschnappt. Aber ich will ehrlich sein, irgendwie bin ich froh, dass die Passage mit ihr erst so zu Ende ist, wo wir sie jetzt gespielt haben. Ich fand es zwar nicht schlecht, aber ja. Also, was Neues zum Bernstein? Nein, tut mir leid. Aber mein Helferlein stiftet ordentlich Unruhe. Alles wird laufen wie geplant. Solange du deinen Hund unter Kontrolle behältst? Der tut nichts. Glaub mir. Schön. Behalte ihn. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn er dich beißt. Ada? Sicher nicht, also würde dich das interessieren. Wie es aussieht, geht's im Thronsaal gleich zur Sache. Babysitten nervt, hm? Hey, Ada? Ada! Super. Immer noch dieselbe. Okay, also müssen wir als nächstes zum Thronsaal. Ich hoffe, der ist nicht so weit entfernt von hier aus. Ach, und jetzt kann ich hier nochmal in das Gelände, wo Ashley war, oder? So wie es aussieht hier. Ja. Und dort könnte ich dann jetzt noch die Vasen und sowas holen. Aber die Ritter sind doch dann jetzt bestimmt auch noch hier, oder? Oder sind die jetzt einfach weg? Nee, war klar, dass die nicht einfach weg sind. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich denke, den einen Schatz will ich mir wenigstens hier hinten holen. Müssen ja nicht alle sein. Aber wenigstens der eine. Wäre schon schön, wie ich finde. Auf dem Weg! So, dafür müssen wir einmal hier hinten hoch und das eine Teil hier einsetzen. Aber echt schade, dass Ashley nicht auf so Vasen und sowas wenigstens zerstören konnte. Wäre schon schön gewesen. So, jetzt muss ich einmal gucken, wie ich das hier einsetze.
So, ja, Moment. So, passt. Passt hier angepasst. What? Ein Sturmgewehr. Ich schreie. Aber ich habe keinen Platz. Der Moment, wenn du keinen Platz hast, aber ein Sturmgewehr gefunden hast. Gut, muss ich mir halt Platz schaffen kurz. Dann muss ich mir halt kurz Platz schaffen hier. Ich muss nur kurz gucken, wie ich das mache. Das muss alles erstmal hier so zu der Seite rüber. Und ich sehe gerade, mein Messer braucht eine Reparatur. So, jetzt passt das ja rein. Jetzt packe ich das mal noch hier oben in so einen Schnellzugriffsplatz rein. Ja. Machen wir das mal hier hoch. Obwohl, nee, unten wäre mir lieber. Unter der Schrotflinte. Das wäre perfekt. Perfekt. Jetzt müssen wir nur noch hier rauskommen. Aber der eine hintere Raum wäre natürlich auch nochmal ganz lecker eigentlich. Da ist er. Hallo, mein Großer. Dein Parasit muss weg. So, Parasit ist weg. Was ist denn dort hinten noch? Da ist auch wieder ein Schatz. Ach, überall Schätze. Ach Mann. Es ist so viel hier zu entdecken. Das ist schlimm. Also wirklich, eigentlich müsste ich gefühlt nochmal Stunden durch die ganze Burg rennen. Und alle Orte mir nochmal anschauen einzeln. So, ich muss aber wenigstens nochmal in den unteren Raum hier. Weil stellt euch mal vor, da ist jetzt nochmal irgendwas richtig Geiles. Weil das war ja jetzt gerade schon super hier mit der Waffe. Ne? Wir haben einfach ein Sturmgewehr dort gefunden. Und ich habe gerade gar nicht geachtet, was kommt eigentlich für eine Munition dort rein? Hat das Sturmgewehr einzelne Munition? Also, oder was kommt da genau rein? Ich denke bestimmt Sturmgewehr-Munition. Da kann ja auch sein, dass da TMP-Munition reinkommt. Das wäre nämlich gut vorstellbar. Und was bist du für ein großer Ritter? Okay, Zeit für einen Tritt in den Blecharsch, Jungs. Okay, da kommt bestimmt irgendwas Gutes, wenn man den platt macht. Irgendwas Gutes lässt er bestimmt fallen. Komm. Los, schnell auf den drauf. Mach ihn weg. Nein, er will mich hauen! Er will mich hauen! Wo ist er hin? Da. Alter! Du bist so aggressiv. Ich muss an ihn hinten ran. Da! Meine Chance. Finally. Hast du das so gemacht? Alter, Hilfe. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch gerade echt schlecht vorgegangen bei ihm hier. Ich bin gerade sehr untaktisch davor gegangen. Also irgendwie Taktik hat da gerade komplett gefehlt bei mir. Muss man einfach mal so sagen. So, da hinten ist noch ein Schatz, aber da komme ich scheinbar gar nicht mehr hin. Da wäre ich scheinbar nur mit Ashley rangekommen. Aber schön, dass wir den Ritterblatt gemacht haben. Da hat was Gutes getroppt. So, dann lass uns zusehen, dass wir jetzt schnell hier wieder raus machen. Oben wäre aber noch mal irgendwo ein Schatz. Ich weiß nicht, was das für einer wäre. Aber wir könnten ja vielleicht dort noch mal ganz kurz schauen. Ja, vielleicht. Aber an sich denke ich, speichern wir gleich erstmal irgendwo wieder. Oder gucken auch beim Händler mal vorbei. Denn wir haben ja jetzt das Sturmgewehr und da wäre jetzt echt erst noch mal. Ist nicht verkehrt, wenn wir mehr Platz hätten. Irgendwie eine Platzvergrößerung wäre dann noch mal gut für den Aktenkoffer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so langsam wird er auf seinem Maximum sein. Ich weiß auch nicht, warum ich das als Gefühl habe.
Aber der ist halt mittlerweile schon sehr, sehr groß. Aber ja, ein paar Vergrößerungen muss es da schon nochmal geben. Das wäre schon eigentlich nicht schlecht. Was sonst haben wir Probleme in Zukunft, was den Loot hier das mal betrifft, so viel sicher. Und hier hinten muss nochmal irgendeine Ecke sein. Kann das sein, hier gibt es nochmal eine Treppe nach oben? Ja, über mir muss da nochmal eine Etage sein, wo ein Schatz ist. Aber ist ja jetzt auch egal, wir gehen jetzt aus mir durch. Hey, wo bin ich denn jetzt? Der Moment, wenn du dich verlaufen hast. Wo bin ich denn? Ach, da hinten ist der Saal. Okay. Ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, das ist dann jetzt der richtige Weg so zum Hauptziel. Und hier hinten wäre nochmal der liebe Händler. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal ganz kurz zu dem hinmachen? Ah, ich sehe, du hast dich um einen Ja, wäre vielleicht nicht verkauft. Oh, sieh dich einer an. Ich habe was Neues für dich. Okay, das will ich haben. Die Striker. Das ist, was ich derzeit habe. Aber natürlich muss man sagen, die Striker ist nicht so gut auf Entfernung. Ich muss sagen, damals, wo ich das Spiel so die ersten Male durchgespielt habe, da habe ich immer die Riot Gun gehabt, da hat die einen anderen Namen gehabt. Und die Striker dann, wo ich immer mehr und immer mehr das Spiel durchgespielt hatte und auch so auf höheren Schwierigkeitsgraden und so. Da hatte ich die dann immer genommen. Deswegen, ich denke, wir nehmen die jetzt auch im LP hier. Leider die Hände gebunden. Im Grab bringt ihr ein hervorragender Deal. So, und deswegen verkaufen wir jetzt mal die alte Flinte. Danke. So gut wie neu. Kleinigkeit. So, jetzt holen wir die Striker. Damit ballerst du in 0, nichts ein ganzes Feuerwerk auf deinen Gegner. So, jetzt tunen wir die mal noch. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Und eigentlich müsste ich jetzt noch ein paar Sachen verkaufen. Eine interessante Wahl. Also ich meine das natürlich positiv. Ein hervorragender Deal. Nur manche Dinger müsste ich am ehesten erstmal noch besetzen. Mit irgendwie Kristallen und so. Ein hervorragender Deal. Besten Dank. So, das reicht jetzt erstmal mit dem Verkaufen. Jetzt Striker nochmal verbessern. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Bist du beeindruckt? Bei dem Handwerk komm jederzeit wie. So, speichern noch einmal hier. Jetzt gucke ich nochmal hier ganz kurz rein. Striker nimmt halt wenigstens auch weniger Platz weg. Das ist halt auch so eine gute Sache an der. Das ist halt wirklich richtig gut. Dass die nicht so viel Platz braucht. So, dann gehen wir jetzt nochmal in diesen Thronsaal, der da hinten sein soll. Hi, wer bist du denn? Der Kuckuck. Wieder einmal weggehen. Danke. Scheiß Ungeziefer. Hey, die Tür ist zu. Und hier komme ich aber auch nicht weiter, oder? Kann ich hier drüber? Ja, kann ich. Und ich frage mich gerade, was diese Käferdinger hier machen. Beim Original waren die in einer Kanalisation, ob es die wohl auch hier geben wird. Weil eigentlich wäre die nämlich jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn dann schon gekommen. Vielleicht ist die hier nicht enthalten. Ist hier nicht da. Im Remake. Kann ja sein. Glaube ich aber eigentlich nicht. Deswegen, ich würde das jetzt mal weiter gucken. Gehen jetzt erstmal weiter hier lang. Hallöchen. Mein großer Saal.
Na gut, ich denke, vielleicht machen wir aus dem Saal weiter in der nächsten Folge. Und wir machen dann hier erstmal Schluss, oder? Weil wer weiß, was uns dann beim nächsten Mal alles erwartet. Ja. Weil die Folge geht ja auch schon wieder eine Weile. Deswegen, ja. Machen wir jetzt ja Schluss, würde ich sagen, Leute. Lasst gerne ein Däumchen da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.